Der Countdown läuft. Es bleiben nur noch wenige Tage Zeit, bis sich die Tore öffnen werden und sich die Bundesgartenschau von ihrer besten Seite präsentieren kann. Wir befinden uns am Deutschen Eck, dort wo Mosel und Rhein zusammenfließen. Hier in Koblenz wird in diesem Jahr die Buga stattfinden. Eine extra für die Bundesgartenschau errichtete Seilbahn führt den Besucher über den Rhein hinauf auf das Plateau der imposanten Festung Ehrenbreitstein, wo sich der größte Teil des Veranstaltungsgeländes befindet. Bereits die Fahrt bietet eine atemberaubende Aussicht über das Rheintal und eine der ältesten Städte Deutschlands. Oben angekommen zeigt sich eine Weitläufigkeit, die man anfangs nicht vermutet hätte. Auf dem über 27 Hektar großen Gelände befindet sich der Landschaftspark kurz vor der Fertigstellung. Zahlreiche Wege und Themenflächen laden zum Staunen und Entdecken ein. Die Bundesgartenschau besteht aber nicht nur aus Blumen. An den 185 Tagen sind über 3000 kulturelle Veranstaltungen, von Musik über Theater bis hin zu Ausstellungen geplant. Unter den vielen Firmen, die dafür sorgen, dass hier in wenigen Tagen alles reibungslos funktioniert, gehören auch die Stahl- und Metallbauer Trunzer aus Michelstadt, die hier im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Referat Weinmarketing in Mainz zur Tat schreiten. Also wir haben einen kleinen Stahlbau gemacht hier für Werbetafeln. Wir machen ja fast alles, was man aus Stahl machen kann, und da haben wir ganz kleine Baustellen, aber auch größere Projekte wie das hier. Es ist natürlich hier sehr weitläufig, was normalerweise nicht der Fall ist. Man hat normalerweise eine Baustelle, die ist ziemlich zentral, kann auch auf einem großen Gelände sein. Aber hier, das ist mal was Neues und es hat auch viel Spaß gemacht, vor allem wenn das so gut klappt mit dem Montagehilfsmittel. Die Voraussetzungen für den Aufbau der Informationstafel über Wein und Architektur, die von den M3 Baukunstarchitekten aus Darmstadt entworfen wurde, sind dabei alles andere als ideal. Durch den engen Graben steht für die Arbeiten nur wenig Platz zur Verfügung. Aufgrund des Zeitdrucks herrscht hier reger Durchgangsverkehr und auch der Untergrund muss geschont werden. Da war ich erst ein bisschen ratlos, weil die Gegebenheiten sind halt ziemlich schwierig. Man darf die Wege nicht kaputt machen, das heißt, man darf kein schweres Gerät benutzen. Man ist beengt mit dem Platz, ja, und da habe ich dann einfach jemand gesucht, der mir da einen guten Tipp geben kann, und da bin ich auf die Firma Bayer gekommen. Da hat mich der Außendienstler dann angerufen, hat mich sehr gut beraten. Und ja, raus kam dann der Minikran und war ideal jetzt für die Geschichte. Gegenüber konventionellen Kränen ermöglichen Minikräne Hubarbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen und haben dabei immer noch eine maximale Tragkraft von fast 3 Tonnen. Für die Informationstafel, die hier entstehen soll, werden auf 6 Fundamenten Stützen aufgestellt und fest verschraubt. Dazwischen werden Dutzende Quer- und Längsriegel installiert, die nicht nur das gesamte Gerüst stabilisieren, sondern an denen später auch die Werbetafeln installiert werden. Doch bis dahin liegt noch viel Arbeit vor den Männern und ihrem Minikran. Es ist halt eine Arbeitserleichterung. Ja. Der Stahl ist schwer. Ja. Man muss gucken, wo kann man einfache Arbeit tätigen, und Sie haben es ja gesehen, das Ding dranhängen, hochfahren, gut, es braucht mal so eine Stunde, aber in der Stunde ungefähr hat man das dann drauf, die Bedienung. Die Hebel sind ja auch gekennzeichnet, von daher muss man nur manchmal, wenn man nach hinten schaut, dann muss man halt umdenken, aber es ist einfach Gewöhnungssache und das hat man in kurzer Zeit eigentlich drauf. Und während die Arbeiten an dem Gerüst noch voll im Gange sind, werden an der anderen Seite bereits die einzelnen Puzzlestücke für die Informationsträger zum Thema Wein und Architektur geliefert und nach in der korrekten Reihenfolge mit den Metallstreben verschraubt. Auch hier ist höchste Präzisionsarbeit gefragt, damit die fertige Weinzeile in wenigen Tagen die ersten Besucher begrüßen kann. Lässt man sich als routinierter Schlossermeister denn von einem so eindrucksvollen Einsatzort wie der Bundesgartenschau in Koblenz überhaupt noch beeindrucken? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe ja hier nur einen kleinen Teil bedienen dürfen. Das ist ja eine Riesenanlage hier
Und ich werde auf jeden Fall mit meinen Mitarbeitern hier mal einen Betriebsausflug machen. Bevor sich dem in diesem Sommer zahlreiche Menschen anschließen können, muss der Buga in Koblenz nur noch der letzte Feinschliff verpasst werden. Nicht nur in unserem Burggraben, sondern an allen Ecken und Enden, Wiesen und Beeten und Bienenstöcken.